Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Genji Days of the Blades. In der letzten Folge sind wir endlich mal ein bisschen weiter gekommen, haben ein paar Gegner kaputt gekloppt, so eine komische Barriere gefunden und ja, ich nehme an, jetzt können wir die mal kaputt machen, weil wir einen Stein gefunden haben. Habe ich vergessen? Ja, von dem hier. Nein, Quatsch. Den da. Sieht echt so aus, das wird er zeigen. Ja, jetzt kann man nämlich das hier kaputt machen. Ja. Und ich meine, was jetzt kommt, ist ein bisschen schwieriger, wenn ich mich erinnere. Geil, was ist das denn? Den schaffen wir schon. Oh nein, die Musik wird episch. Warum sind die anderen aufgewandelt? Ich habe nur einen gesehen, der hat gemacht hat. Okay, Bänke, die kannst du nehmen. Was? Aha. Okay, mein Ding ist voll. Hab ich mal. Autsch! Ich mal direkt sagen, hier, Bams. Ja. Wurde ich. Okay. Ich glaube, die sind nicht mal an den Tod dadurch. Bleibt. Verdammt, den hätte ich glaube ich töten können. Verdammt! Oh Mann. Wow. Ich glaube, jetzt bekomme ich auch solche Dingenspunkte hier, die ich für irgendwas anderes benutzen kann zum Aufleveln. Da so, wechseln wir mal. Wie machen wir nochmal? Mit L2, ja. Wechseln wir mal zu den guten Schwertern, wie ich sie nenne. Oh Mann. Ach ja, man kann ja auch hier so ausweichen. Hab ich ganz vergessen. Ich glaube, die kann man benutzen, um Waffen aufzurüsten, oder? Da kann man auch irgendwie. Was denn? Hä? Benke, umarme es. Ich kann nur sagen, wie episch die Musik gerade ist. Hier geblieben. Oh Mann. Nur was zum Einsammeln. Da ist irgendwas. Sehr gut. Wir haben in der letzten Folge etwas das Leben erhöht von Yoshitsune. Ma, hier. Du! Geh weg! Geh weg! Du, au! Oi, au! Hey! Einfach eingetreten auf so eine Kakerlake. Oh, Posen. Sehr schön. Mashogane. Mashogane ist die, was auch immer Obsk bedeuten soll, Heishi Machtquelle. Besiegen Sie mit Yoshi Mashogane geschmückte Feine und Mashogane Fragmente zu erlangen. Die Fragmente selbst nutzen wenig, doch mit einer gewissen Menge können sie ihre Waffen härten. Waffen lassen sich im Charakter- und Waffenmenü härten. Die Wirkung des Härtens auf die Waffe ist je nach Charakter verschieden. Okay, also nicht nur Schadenserhöhung. Was? Achso, Pflanzen. Es waren nur Pflanzen. Die Lebewesen, vor denen keine Angst haben muss. Okay, ein neuer Knüppel. Ist leicht zu handhaben, okay. Ein weiterer großartiger Krieger würde sich Yoshitsune und Benkei bald anschließen. Herbeigerufen von Amashogane. Wahrscheinlich spreche die Hälfte hier von alles falsch aus, ne? Aber egal. Muss halt. Muss.
Oh, schön. Sehr schön. Shizukas Talente. Teil 1. Wenn etwas weit entfernt ist und sie drückt einen Kreis, steckt Shizuka ihre Waffe hinein und wird automatisch zum Ziel herangezogen. Sehr schön. Stechen Sie den Gegner rasch mit Ihrer Waffe, um die Lücke zwischen Ihnen zu schließen. Sie kann auch noch angreifen, wenn sie sich bewegt. Ein Sekatzke Lücke, wenn sie einen Feind niederstreckt, dann holt sie ihn heran. Manche große oder schwere Feinde lassen sich nicht heranholen. Okay, sehr cool. Ah, weibliche Unterstützung jetzt. Wow, hat die eine Reichweite. Okay. Eine große, weiß ich nicht, Einleitung von den Charakteren gibt es nicht. Ich nehme an, das sind Charaktere aus dem vorherigen Teil, den ich nicht gespielt habe, und die tun mir weh. Aber ich kriege ja genug Kräuter. Okay. Ich glaube, jetzt Heilung, oder? Was zum... Au, das hat weh getan. Könnt ihr es machen, ihr so weh zu tun, Mann? Weiter treffen mit dem Teil. Okay, ich glaube, ich muss ein bisschen heilen. Für sie muss ich, glaube ich, ein bisschen mehr ihr Leben erhöhen. Gegenstände. Ich habe ja genug davon, ne? Guck mal. Au, das war sehr gut. Muss man R2 drücken, das ist eine ganz schön blöde Position, um den Gegner so anzuvisieren. Nicht stechen, nicht stechen. Stech dich. Sehr schön. Ey, das sollte mein Angriff werden. Oh. Die ist voll hübsch. Finde ich. Allein ist ein Speicherpunkt, den würde ich gerne lebend erreichen. Danke. Wird wohl nichts raus. Aber oh, kommt mal her. Ich habe ja meine, ihr wisst schon. Die macht verdammt wenig Schaden, aber. Nehmen wir an, sie ist die schnellste von allen. Hier ist ein Speicherpunkt, oder? Nee. Aua! Wie? Irgendwo da drin ist ein Speicherpunkt, glaube ich. Diese Dinger sind Speicherpunkte, glaube ich. Ja, ich würde gerne den Speicherpunkt. Nein! Ich bin sowas von tot. Sprenkel, okay. Weil hier muss ich ja die Dinger schon benutzen. Ach so, okay. Ja, Mann, du kannst auch irgendwie Kombos damit machen, aber... Was sind das denn für Dinger? So Explosiv-Dinger haben die alle an sich heran. Der da zum Beispiel. Ich glaube, mit drei kriege ich die auf die draufballern, oder? Sehr schön. Ja, das ist der Schwachpunkt, da will ich hin. Okay. Oh, sehr schön. Okay, sie kann nicht Wort springen, hätte ich irgendwie so gedacht. Mein Dein. Vielleicht habe ich nur mal ein Spiel gespielt, ich glaube, dass ich alle vier Charaktere gehabt habe, ne? So ganz am Anfang. Okay, neue Waffe direkt. Sehr schön. Danke. Komm weiter gehen. Okay, sehr schön.
Das sieht mir ein bisschen offensiver aus. Sie kann auffliegen, okay. Ich muss schon sagen, kriegen wir auch irgendwie mit, wer du bist? この髪の色。あんた玉よりの巫女だ。確か名は静かとか言った。なぜ私の名を？巫女殿。あんた一度六原殿に来たな。その時を覚えてます。いい女は忘れない。 積極的だな。ブレイナ。そっちから来たくせにそりゃないぜ。こんなところで何をしている？ノリツネ殿。死神殿はすぐそこ。うるさいやつだ。すぐに追いつく。先に行っててくれ。すまん巫女。次に会う時は ja, da kann ich jetzt auch wieder zurück. Ich glaube, da auf der anderen Seite war der Speicherpunkt, oder? Aber da wird es auch irgendwas geben, oder? Ja. Immer noch? Nee. Da. Stellt Kamui wieder. Gibt den Nutzer 30% der Kamui-Kraft zurück. Okay, sehr schön. Warte mal, 30%, da ist wenig. Bin ich. Weiß ich nicht. Schön. Ja, die sieht schon. Ist schon gut anzusehen. Hier war das. Da. Ich fühle mich irgendwie sicherer, wenn ich voll geil bin. Hey, noch so ein Teil. Ich glaube, das werde ich auch direkt benutzen, um ihr die KP ein bisschen zu erhöhen, weil die hält ja gar nichts aus. Aber ich glaube, man braucht ja 4, ne? Man scheint nur von diesen aufgepowerten Typen irgendwie. Macht man das denn nochmal? Ja. Diesen aufgepowerten Typen irgendwie. Ja. Diese anderen Dinger zu bekommen. Ja, das ist schon. Dadurch wäre ich so geheilt. Geil. Ja, offen brauche ich sie, glaube ich, nicht hochleveln. Okay, wie war das jetzt? Wir machen das jetzt nochmal. Keine Ahnung. Gucken wir mal. Also ich muss wieder leiden. Über bestimmten Punkten auf die Shizuka kassiert erscheinen Wappen. Drücken Sie Kreis, wenn Sie dem Wappen gegenübersteht. Dann kann sie die Waffe hineinstecken und zur Position vorrücken. Ausgezeichnet. Sehr schön. Jetzt irgendwie wie ein Film das Spiel, habe ich so das Gefühl. So. Ich glaube ich zurück, ne? Und da oben sind welche. Ich speichere einfach mal, weil weiß ich ja nicht, kann ja nur alles passieren. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man Game Over geht, ehrlich gesagt. Aber ich denke mal, man ist kaputt und ja, und wird zum nächsten Speicherpunkt wieder zurückgebracht, irgendwie so was in der Art, nehme ich an. Keine Gegner, so also offensichtlich. Na klar, ich wusste es doch. Gegners. Okay. Okay. Mascho Abwehrzauber Teil 2. Es gibt eine neue Mascho Abwehrzauber.
Sein Siegel lässt sich auflösen, indem man alle Mushroom-Blumen zerstört, aus denen seine Macht schöpft. Die Mushroom-Blumen liegen in der Nähe des Abwärtskoppers. Suchen und zerstören sie sie. Okay, Sarge und Destroy. Okay. Einer. Ja. Sind noch irgendwas? Sind da irgendwie auf dem Dach? Irgendwie aufs Dach. Oh, hi. Na? Auch hier? Whip. Au. Mann. Aber lieber den hier. Ma. Hilfe. Hilfe. Und den hier. Zack. Zack. Bams. Zack. 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 Ding. Sehr schön. Da liegt was. Ja, damit. Ah, oh, Kamui. So, ich muss noch verstehen, wie das geht. Ah, wenn ich Gegner anvisiert habe und angreife, dann habe ich noch mal andere Angriffe. Cool. Dann macht sie sowas. Okay, der Angriff ist normal. Weiß nicht, tut sie damit irgendwie Bomben hier machen? Okay. Ich weiß es noch nicht. Ich werde schon irgendwie herausfinden. Wird ja gerade erst noch begonnen. Nehme ich an. Meine Einkampf war sie schon wieder vollkommen platt gemacht. Beinahe. Ja, werde schon verstehen. Ich gehe erstmal jetzt hier speichern. Und dann würde ich sagen, beenden wir den Part. Ja. Gut, dann speicher. Und mit Shizuka machen wir dann in der nächsten Folge weiter von Let's Play Genji Days of the Blades. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.